Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Vollmond in Jungfrau am 7. März. Ja, das ist wirklich ein spannendes Ereignis. Saturn wandert an diesem Tag auch in das Zeichen Fische. Es gibt harmonische Aspekte von Sonne und Mond zu Uranus. Venus und Mars bilden ein schönes Sextil. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Planetenbild mal an. Sonne und Mond stehen in einer Opposition, so wie das immer ist, an Vollmond. Und der Vollmond ist immer eine gute Zeit für eine Aufnahme. Und hier im Zeichen Jungfrau mit diesem Mond und mit der Sonne in Fische auf 16 Grad 40 ist das Thema Reinigung, Klärung, Neuausrichtung auch auf die Intuition hören. Und das Thema Heilung steht hier auch ganz stark im Vordergrund. Der Mond in Jungfrau ist ja eher vorsichtig, er ist alltagsbezogen. Er möchte, dass die Dinge eben alltags überschaubar sind und analysiert eher die Gefühle, als dass er sie vielleicht wirklich lebt oder kann eben die Gefühle gut analysieren. Also das ist eine hervorragende Konstellation für jemanden, der im Bereich Psyche tätig ist. Die Sonne in Fische ist ja eher medial veranlagt. Viele Künstler oder Heiler oder Menschen, die eine soziale Gesinnung haben, sind mit einer Sonne in Fische oder Fischebetonung gerne in diesem Feld tätig. Und hier wird natürlich auch die Feinfühligkeit und die Medialität betont. Ganz stark ist ersichtlich, dass beide eine Verbindung zu Uranus in Stier haben, harmonische Verbindungen, einmal die Sonne im Sextil zu Uranus, einmal der Mond im Trigon zu Uranus. Das ist jetzt auch so, der Uranus steht in einem Erdzeichen und das könnte bedeuten, dass es hier auch zu neuen Horizonten geht, die Dinge etwas anders anzuschauen, eventuell freiheitlich orientierter, vielleicht möchte man einen ungewöhnlicheren Weg einschlagen. Und es gibt noch einige Entscheidungen zu fällen oder es gibt neue Möglichkeiten und man nimmt diese neuen Möglichkeiten auch wahr. Also das ist hier ja so eine eher entspannte Opposition, die durchaus erfolgsversprechend ist und mit der man gut neue Wege ebnen und bahnen kann. Vielleicht lässt man sich manchmal noch etwas ablenken oder ist irritiert, weiß nicht so genau, ob man seinen Gefühlen trauen soll oder man ist zu vorsichtig. Das könnte hier auch sein. Trotzdem ist es gut, immer wieder in sich hineinzuhören und zu schauen, welche Wege tun sich konkret auf, was lässt sich umsetzen, was lässt sich leicht umsetzen, was lässt sich leicht manifestieren. Das Quadrat der Sonne in Fische zum Mars in Zwillinge bringt eine gewisse Aktionskraft mit sich, vielleicht auch Aggression. Man sucht nach einem konstruktiven Ausdruck in den Taten, in der Bewegung, eventuell in den Worten. Vielleicht ist man auch noch unklar mit so einer Sonne in Fische, vielleicht auch unsicher. Man handelt vielleicht unvorsichtig, ja, auch mit einem Quadrat von diesem Mond in Jungfrau zum Mars in Zwillinge, man überreagiert oder man wartet vielleicht auch zu lange, um etwas zu sagen, um zu reagieren. Der Neptun hat auch noch ein Quadrat zu diesem Mars und das unterstreicht oder unterstützt die Kreativität, aber auch die Verwirrung. Vielleicht lässt man sich von vielen Dingen noch täuschen. Es sind viele Dinge noch im unsichtbaren oder im nebulösen Bereich, lassen sich noch nicht klar sehen. Der Mond hat noch ein Quinkungs zu Venus in Widder. Die Venus in Widder ist ja eher abenteuerlich und eher feurig betont und möchte kreative und selbstbestimmte Wege gehen, wo ja der Mond in Jungfrau eher im Bewerten gerne bleibt oder den Alltag geordnet haben möchte. Das ist dann in dieser Quinkungs etwas schwierig. Das Schöne ist ja, dass die Venus ein Sextil zu Mars bilden wird. Und Mars steht hier auch im Quadrat zu Mond. Also das bildet sich hier auch so ein Lerndreieck, könnte man sagen. Venus und Mars hier im Sextil, das spricht natürlich für eine harmonische
Partnerschaft, harmonisches Liebesleben, auch in sich das männliche und den weiblichen Anteil gut miteinander zu verbinden. Im feurigen Zeichen Widder mit der Venus, also etwas Kreatives zu machen und mit dem Mars in Zwillinge beweglich zu sein, kommunikativ zu sein, Menschen anzusprechen. Merkur in Fische hatte gerade ein Quinkungs zu Lilith in Löwe. Das hat vielleicht herausgefordert, mehr sich zu behaupten, vielleicht nicht so nachgiebig zu sein, sondern auch das zu sagen, was man wirklich denkt, etwas zu manifestieren auch, nicht nur bei den Worten zu bleiben, denn der Merkur hat auch ein Sextil zu diesem Mondknoten in Stier und der Mondknoten in Stier hat auch ein Quadrat zu Lilith. Auch das ist ein Lerndreieck und da könnte es darum gehen, dass man diese Visionen, die man mit einem Merkur in Fische hat, auch tatsächlich umsetzt, tatsächlich manifestiert, an sich glaubt, an seine innere Stärke glaubt. Jupiter in Widder wird eine Konjunktion zu Chiron bilden und das ist auch mit ein starker Aspekt an diesem Vollmond in Jungfrau. Und das spricht für große Expansionskraft, sich auch nochmal der eigenen Verletzlichkeiten und die eigenen Schwächen auch anschauen, die vielleicht vermeintliche Schwächen sind, die man in eine Stärke umwandeln kann. Natürlich kann man hier mit dieser Konstellation, mit Chiron immer auch andere in ihrem Mut bestärken, andere in ihrer Feinfühligkeit, in ihrem Selbstausdruck bestärken. Ja, spannend ist natürlich der Eintritt von Saturn in das Zeichen Fische für die nächsten 3 Jahre. Das findet auch an diesem Vollmond statt. Also das ist eine ganz besondere Zeitqualität. Und Saturn in Fische hatte ich auch schon in meinem Video von 2023 darüber gesprochen, kann hier ganz viel Frieden bringen, Mitgefühl. Wir sehen, wo die Menschen wirklich Hilfe brauchen. Auch die Randgruppen, die Außenseiter, diejenigen, die nicht in die Gesellschaft integriert sind oder die Dinge zum Beispiel, die immer so am Rande laufen, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Viele Dinge, die außer der Gesellschaft eben sind, die im Verborgenen liegen, die kann der Saturn ans Licht holen. Saturn ist ja meiner Meinung nach mit der Tarotkarte des Eremiten zu vergleichen, der sein Licht leuchtet und manchmal auch in die Einsamkeit und in die Kargheit geht, um dort die Lösung oder den richtigen Weg wieder für sich zu finden. Und so ist es auch mit diesem Saturn in Fische. Eventuell geht es auch darum, sich mehr um seinen Körper zu kümmern, zu schauen, wie man sich selbst heilen kann, sowieso auch hier an diesem Vollmond in Jungfrau. Und worauf gilt es, den Fokus zu legen? Dieser Saturn kann auch dazu führen, dass man sich berufen fühlt, eine leitende Position einzunehmen im sozialen Bereich, im künstlerischen Bereich. Oder man fängt endlich an, seine heilende Tätigkeit mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist auch hier sehr spannend, dass der Saturn nicht aspektiert ist, also weder an dem Vollmond noch eine knappe Stunde später, also es sind 55 Minuten später, wo der Saturn den exakten Eintritt in das Zeichen Fische hat. Auch dann ist er nicht aspektiert. Und das bedeutet, dass der Saturn hier an diesem Vollmond besonders wirken kann und auch beim Eintritt in das Zeichen Fische. Es ist ein Vollmond, der viele Möglichkeiten bietet, aufgrund dieser Lerndreiecke, aufgrund dieser Konstellationen, schöne harmonische Aspekte zwischen Venus und Mars. Auch Sonne und Mond bilden diesen harmonischen Aspekt zu Uranus. Also es lohnt sich, offen zu bleiben für neue Möglichkeiten, selbst hinauszugehen, zu schauen, welche neuen Möglichkeiten faszinieren einen, ziehen einen an und dann dementsprechend in diese Richtung zu gehen und auch seiner Intuition zu vertrauen, wenn man spürt, dieses Gefühl ist stimmig, dann diesem zu vertrauen und diesem Weg zu folgen.
Es lohnt sich also dann hier zu schauen, in welchem Haus findet dieser Ingress von Saturn in das Zeichen Fische statt und wo findet der Vollmond statt? Wo steht das Zeichen Jungfrau? Auf 16 Grad 40. Unter dem Video habe ich wieder die Häuser aufgelistet. Ja, soweit war es zu diesem Video zum Vollmond in Jungfrau. Ich ziehe ja nach wie vor immer eine Karte zu jedem Neu- oder Vollmond. Und ja, schauen wir mal, welche Karte diesen Vollmond begleitet. Krebs, Gefühle und inneres Zuhause. Der Krebs ist ein Zeichen für Fantasie und eine reiche Gefühlswelt. Er hat eine künstlerische und kindliche Seele. Um sich zu entfalten, braucht er emotionale Sicherheit und Geborgenheit. Die Umgebung ist wichtig für sein Wohlbefinden. Das bezieht den Lebensort und die Lebensqualität mit ein. Er ist sehr naturverbunden. Seine empfindsame Seele ist anhänglich und braucht Nestwärme. Durch seine Empfindsamkeit und Fantasie erkennt er, was ihm gut tut. Gebe dir selbst Geborgenheit und nähre deine Seele. Verwurzle dich mit deiner Tätigkeit. Diese verbindet dich mit deinem inneren Zuhause. Lebst du deine kreative Gabe? Wie erlebst du deinen Seelenort? Wie gibst du dir Geborgenheit? Die Affirmation ist, ich gebe mir Geborgenheit. Und ja, das kann ja mit diesem Vollmond in Jungfrau ganz wichtig sein, zum Beispiel zu Hause vielleicht mal aufzuräumen oder den Platz schön zu machen, dass man sich wieder wohler fühlt in seinem Nest oder zum Beispiel auch der Intuition zu folgen mit dieser Sonne in Fische oder etwas zu tun, was einen fasziniert mit dem Trigon zum Uranus in Stier. Ja, das war soweit von mir zu diesem Vollmond in Jungfrau. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich sehr über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest auch du jederzeit Angebote. Du kannst dir auch dort gratis eine Astrokarte ziehen, dir den kostenfreien Seelenort-Checkup herunterladen, dich unverbindlich in meine Newsletter eintragen, wo ich regelmäßig die Neu- und Vollmonde etwas ausführlicher beschreibe. Außerdem gibt es dann dort auch immer Angebote zu Workshops. Und natürlich gibt es mein persönliches Coaching oder meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond-in-Jungfrau-Zeit an deinem Seelenort. Bis dann.